Hallo und herzlich willkommen bei Skyrim, während wir hier neben dem Wasserfall stehen. Und ja, Entschuldigung für letzte Folge. Manchmal habe ich einfach nur einen an der Klatsche. Ich weiß es zwar immer noch nicht, wie man die richtig ausspricht, die Droge. Aber das musste einfach mal in dem Moment raus. So, jetzt können wir mal ein bisschen baden hier. Eine kurze Dusche. Das Wasser ist kalt. So, jetzt schön warm. Erstmal zu Beginn schön duschen. Umso fitter können wir dann in diese Folge starten. Und wir gehen erstmal in diese Truhe und öffnen diese jetzt. Frisch geduscht und gleich... Na! Das wäre jetzt super gewesen. Oh, komm schon. Nerv nicht. Hallo. Wir haben ja gerade so gedacht, komm, ey, geil, frisch geduscht und gleich funktioniert's. Nichts da. Gold. Eine so eine große Truhe. Was findest du? 15 Gold. Ehrlich, ey. Der hat 7 Gold. Ey, wozu brauche ich denn die Truhe? So, war hier unten noch was? Ah, hier. Ein Skewer. Ein weiteres Skelett. Da passen wir nicht durch. So, okay. Gut. So, wir sind hier immer noch im Ölsturzhügelgrab. Ölsturzhügelgrab, yeah, ich hab's mir gemerkt. Und wir sind jetzt schon richtig gut vorangekommen in der letzten Folge. Wir haben ja uns die goldene Klaue an den Nagel gerissen. Und haben eigentlich ohne groß zu diskutieren den Dieb gleich mal umgebracht. Aber wie gesagt, wir sind unserer Rolle treu. Wir verschonen nur Unschuldige. Und der war nicht unschuldig. Letzten Endes hätte er uns wahrscheinlich eher angegriffen. So, weiter schleichen. Hat er uns jetzt mitbekommen? Nee, hat er nicht. So, mal gucken, ob jetzt in dieser Folge das mit dem Schießen ein bisschen besser funktioniert. Ja, ein bisschen Schaden. Treffer. Noch ein Treffer. Nein! Geh weg! Du Ruheloser! Oh, kurz bevor er zuschlagen konnte, sehr gut. So, noch ein Gegner? Oder war er hier alleine unterwegs? Forever alone! Was war das jetzt für ein Zaubertrank? Sonstiges. Ne, wo sind denn das? Da sind die Zaubertränke. Scharmützlers. Steigert die Fertigkeit leichte Rüstung für 60 Sekunden um 10 Punkte. Ja, Mai. Ja, ich habe das gerade gesagt. Tut mir leid. So. Da zu der Tür sollen wir. Haben wir noch irgendwas? Nee. Halt dich doch da einfach fest. Du wirst doch da wo hochklettern können. Ehrlich. Ist mir egal, dass deine Pfoten brennen. Allerheiligstes. Na dann. Hinein. So, wir sind mittlerweile Stufe 4, wie wir sehen. Da links unten qualmt es wieder ein bisschen. Da raucht wieder jemand. Wahrscheinlich eine der Droge. Hat sich gedacht, jetzt kurz bevor ich jetzt wirklich sterbe. Ich bin ja eigentlich schon tot, aber jetzt werde ich gleich nochmal umgebracht. Brauch schon immer eine. Wozu bringe ich Feuer mit, wenn hier sowieso schon Feuer ist? Also ehrlich jetzt mal, wisst ihr? Wozu braucht ihr mich eigentlich? Die Dungeons sind halt auch immer ziemlich lang. Also es ist jetzt nicht so, dass du das mal alles so hoppla hopp einfach mal machen kannst. Ja, auch diese Nebenmission alles. Es ist... Was ist denn jetzt schon wieder los? Es nimmt halt echt doch Zeit in Anspruch, was ich gut finde. Die ist schon wieder, Mensch. Also zum Glück weiß ich ja jetzt seit letzter Folge, wie man rennt. Oh, hallo. Na komm her, trau dich. Komm. Tada. Es ist schön, dass du bis hierher gerutscht bist. Da kann ich in Ruhe die Sachen von dir nehmen. So, wir schaffen es sogar echt durch, ohne dass wir verletzt werden. Oh, hallo. Kommst du jetzt runter? Naja, wir wollen jetzt hier mal nicht so sein. Wir wollen ja jetzt auch mal unsere Fertigkeiten wieder ein bisschen verbessern.
Trau dich. Wo ist er denn? Hä? Ah, da hinten. Hier sind wir. Hallo. Huhu. Oh, da ist noch einer. Rechts einer? Nö. Wie vorsichtig er die Treppen runtergeht. Ey, nö, vergiss es. Hör auf damit. Ja. Tada. Ah, das ist schon wieder was explodiert. War wieder nicht mit Absicht, ey. So, Frostresistenz. Oh, ich mach das Ding jetzt aus. Ist hier irgendwo ein Schalter? Nee. Doch, da links. Jemand hinter uns? Nö. Das Geräusch nervt einfach nur. So. Nein, das wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Wir haben doch nicht mehr so viel Platz. Wir haben doch nicht so viel Platz. Der hat aber einen coolen Bart. Hier zieht's irgendwo. Da müsste mal ein Fenster geschlossen werden. Hallo? Hallo? Jemand da? Hier haben wir nicht in der Ecke. Ein bisschen rennen. Nix da. Weiter geht's. So. Was war denn das jetzt schon wieder? Leute! Wir hatten da jetzt schon wieder einen Topf fallen lassen. Hat wahrscheinlich jemand Nudeln gekocht und hat jetzt, wollte das heiße Wasser rauslassen und hat dabei den ganzen Topf fallen lassen. Hallo. Ich schließe jetzt mal die Tür hinter mir. Ja. So, aktiviere Schlüsselloch. Wie wir sehen, ich habe immer irgendwie, keine Ahnung, die Befürchtung, dass irgendjemand hinter uns steht. So. Hier sehen wir doch perfekt, dass da die Klaue reinpasst. Jetzt haben wir noch diese drei Zeichen. Eine Motte, eine Eule und ein Bär. So. Und wie ihr sehen könnt, können wir die auch bewegen. Warum können wir die bewegen? Weil es so einprogrammiert wurde. So, sonstiges. Goldene Klaue. Und man kann sich die Sachen natürlich auch... du kannst dieses Gegenstand nicht ausrüsten. Ich weiß. Ich zoome da, R3. Genauer angucken. Wenn wir in die Innenseite gucken, sehen wir... Kann ich zoomen? Ich will zoomen. Geht auch so. Bär, Motte, Eule. Nee, das ist eine Eule. Ich will den Bären. Bär, Motte. Hier unten wohl die Eule. Tada! Aktiviere Schlüsselloch. Pieks! Und jetzt sind es alles Eulen. Tada! So. Hallo? Wir sind da. Kann jemand jetzt endlich mal dieses Fenster zumachen? Es kommen ja schon die Fledermäuse rein. Ehrlich, ey. Erst zieht's und jetzt kommen noch die Fledermäuse rein. Das ist nicht schön. Was haben wir jetzt gemacht? Dieses Geräusch passiert doch nur, wenn wir was entdecken. Na gut, wir haben ja an sich was entdeckt. Oh, ey. Ja, nur weil das Fenster offen ist. Ach, geil, schaut's schon aus. Da oben. Da muss geschlossen werden. Hallo. Durchsuche Truhe. Gold. Diadem der geringen Wiederherstellung. Wiederherstellungszauber kosten 12% weniger Magika. Das ist gut. Pelzrüstung bringt uns nichts, aber die kostet viel. Also ist viel wert. Deswegen nehmen wir es mit. Und für den nächsten, der hier mal so vorbeikommt, lassen wir eine kaiserliche Armschiene hier.
eine geistliche Rüstung, geistliche Stiefel, ein Pelzhelm und jetzt haben wir schon wieder Platz. So, einen Moment. Ah, wir nehmen Streitkolben. Wort der Macht gelernt. Kraft, unerbittliche Macht. Jo, nu? Unsere Hand brennt immer noch. Magie, wir haben gelernt. Warum hast du denn? Schreie, dazu gehört das. Unerbittliche Macht. Die Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite, der sich dir in den Weg stellt. Aber wir können es trotzdem irgendwie noch nicht. Verwende Drachenseelen, um Schreie zu erlernen. Lalalala. Los geht's, auf geht's, komm, bevor der hier rauskommt. Wir fangen schon mal mit dem Kampf an, der kommt dann dazu. Höherer Drogenfürst, jetzt schubst du es doch nicht weg. Oh. Ein Moment. Boah, wie er ausholt. Warte mal. Erstmal. So. Heilung! Schrei uns nicht an! Das mag ich nicht! Ich werde nicht gerne angeschrien! Sei ruhig! Moment. Warte kurz. Ich muss mir was anziehen. Wo haben wir's? Da. Diadem der geringen Wiederherstellung. Da, oh, nicht genügend Magiker. Schreit er schon wieder. Du mit deinem scheiß Schild, ey. So, und jetzt. Bam. Auch unsere Spezialfähigkeit mal einsetzen können, aber egal. So, Drachenstein. Merkt's euch. Eisenschild Gold, silberne Saphirhalskette, alte Nordkriegsaxt der Kälte. Das Ziel erleidet 5 Punkte Frostschaden und Gesundheit und Ausdauer. Auf Gesundheit und Ausdauer. So. Das haben wir jetzt. Unter den Waffen, eieiei, muss die Freiheit wohl sehr beschnitten sein. Entschuldigung. So, die braucht man nicht, aber dafür, wo ist denn die jetzt hin? Da, die, zack. Da bin die rechte Hand damit. Bam! So. So, wird doch ein Schuh draus. Was haben wir hier noch? Schwaches Gift der Erzürnung. Wer wird denn da wohl sauer sein? Gut, jetzt haben wir das da gelernt, können es aber noch nicht einsetzen. Hier hinten ist mal wieder ein Wasserfall. So, hier hätte ich gerne Flammen. Ich kann euch gerne mal ganz kurz, wo wir gerade mal dabei sind und Zeit haben, funkeln! Ist natürlich auch geil. Aber ich bleibe erstmal bei den Flammen. Und da fehlt eine Treppe hoch. Das wird doch wohl nicht der Ausgang sein. Anscheinend ja doch. So. Warte mal. Da. Aktiviere Griff. So. Das ist recht vorteilhaft, dass sie uns immer einen kürzeren Ausgang bieten, dass man nicht immer durch den ganzen Dungeon zurück muss. Also das ist gleich mal als wichtige Info. Jetzt haben wir den Totenschädel doch mitgenommen. Wenn ihr in einem Dungeon seid, nehmt alles mit. Ihr könnt natürlich jederzeit wieder da rein. In diese Höhle oder in dieses, was weiß ich auch immer. Aber der Rückweg wird selten der Hinweg sein.
weil es denn immer so einen Ausweg gibt. Himmelsrand ist die Heimat der Nord, eines grimmigen und zähen Volkes, das Ehre und Tapferkeit im Kampf wertschätzt. Stufe 4 und eine wunderschöne Statue, die wir jetzt mal drehen können. Da ich nicht weiß, wie lange dieser Ladebildschirm dauert, werde ich ihn weiter drehen. So, und schon sind wir draußen. Ein Skelett. So, da können wir gerne mal auf die Karte gucken. Damit haben wir das erfüllt. Hier steht auch abgeschlossen. Und können hier zurück. Bringe die Klaue zu Lukan nach Flusswald. Und dieser Drachenstein kann ich ja jetzt schon mal sagen, wird recht bald Aufgabe einer nächsten Mission sein. So, jetzt konntet ihr schon Erfahrungspunkte sammeln. Habt ihr auch solche tollen Waffen gefunden. Und habt damit dann schon diese Quest geschafft. Oh, ein Hase. Also, traditionell mache ich das immer so. Es hilft schon mal ein paar Punkte zu sammeln, ein paar Sachen zu finden und dann eben diesen Drachenstein. Da muss man nicht immer, da muss man da nicht wieder zurücklaufen. Die Hasen laufen weg von mir. Ich bin doch an sich auch ein Tier. Ich bin eine Eidechse. Ich will nur kuscheln. Stimmt, jetzt können wir doch mal hier nutzen. Das Wasser ist immer noch nicht tief genug. Ich krieg die Krise. Ah, jetzt. Schwimmen, schwimmen. Wir können so lange schwimmen, wie wir wollen. Das ist das Geile. Können wir uns mal von vorne sehen? Ich glaube, wenn man lang genug stehen bleibt, macht die Kamera irgendwann mal was, oder? War das nicht so? Ich gebe der Kamera noch 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach nö. Schwimmen, schwimmen. Oh, wer hat denn da sein Lager aufgeschlagen? Libellen, 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 Libelle fangen. Wo sind die hin? Libellen. Yes, sind sie weg. Hallo. Hallo, guter Mann. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ich hab mich nicht beschwert. Werft einen Blick drauf. So, was haben sie denn? Ein Bärenpelz, Fell, Rockerzahn, Rohrkaninchengeule. Nee, danke. Ich nehme stark an, wenn ich an deine Kiste gehe. Was machst du mit deiner Angel? Die musst du in der Hand nehmen und nicht an der Füße. Bekommt ihr das jetzt mit? Ja, wir sind entdeckt. Jetzt sind wir versteckt. Normalerweise dürftet ihr das ja jetzt nicht mitbekommen. Gold. Steigert die Ausdauer um 10 Punkte. Nö. So, pass doch auf. Entschuldigung. Entschuldigung. So. So bin ich meinem Charakter doch jetzt ein bisschen entgegengekommen. Wir mussten jetzt den Unschuldigen nicht töten, aber wir haben ihn beklaut. Aber hey, er lebt noch. Und wir haben Amulett von Kinnereth. Und da haben wir schon ein Amulett? Nö, ne? Wir haben hier diese goldene Halskette mal gefunden, aber... So, und damit ist jetzt erstmal die Ausdauer gestiegen. Lalala, das Leben kann so schön sein. Man isst doch gerne mal ein Schwein. Nee, eigentlich nicht. Ich habe das nie gemacht. Ich bin irgendwie bei solchen Spielen eigentlich fast immer zu nett. Ich habe mir gedacht, jetzt machst du mal. Ach, hier liegen noch die Wölfe. Verrückt. Und ich dachte, es wären schon wieder neue gespawnt. Aber nein. Aber nein. So. Mal ein bisschen schneller hier. Ja, Ausdauer niedrig, laber nicht. Lass mich.
Bergblume. Violette Bergblume, wohlgemerkt. So. Und da sind wir wieder. Flusswald. Ja, hat unsere Reise doch jetzt... Muss ich wer bellt denn da? 2,5 Folgen gedauert, oder? Also, beziehungsweise mit Vorbereitung 3 Folgen waren es jetzt, ne? Die erste Folge hier Vorbereitung und hoch zur Tür. Die zweite Folge die Hälfte der Strecke. Und jetzt die dritte Folge. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir natürlich noch die goldene Klaue zurückbringen. Selbstverständlich. Ich habe mir gerade überlegt, ihr könnt natürlich auch fies sein, hier einfach alle angreifen und alle töten. Wenn ihr mit gezogener Waffe in den falschen Laden tretet, könntet ihr ihn vielleicht nicht mehr leben verlassen. Entschuldigung. Wenn ihr diese Waffe da nicht verkaufen wollt, steckt sie doch lieber weg. Ist doch gerade passiert, was willst du oder wovon redest du? Meine Hose ist zu. Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Schon längst passiert, mein Guter. Ich habe die goldene Klaue. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Sieht kleiner aus, als er dachte? 400 Gold. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Würde ich mich jetzt verarschen? Du hast sie noch nie gesehen. Darauf habe ich nie geachtet. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Dinge Ruhe jetzt. Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Ich bin ein bisschen grün im Gesicht. Tut mir leid. Ach nee, wir sind ja schwarz. Wir sind ja dunkelhäutig. Jeder der Rückkehr, Band 2. Können wir gerne mal lesen. Seite 1 und 2. Band 4. Ich glaube, so viel Zeit muss ich mir nicht lassen. Einmal Pause drücken. Pause drücken. Oh, das hätte man sogar mal vorlesen können, aber nö. Ah, hier haben wir Band 2. Hier haben wir Band 7. Wop. Wop. Mhm. Aha, interessant. Interessant. Das ist jetzt wirklich nur für euch. Wenn es euch stört, sagt es irgendwann mal Bescheid. Aber es gibt ja sicherlich ein paar Leseratten unter euch, die das wahrscheinlich interessieren könnte. Und deswegen, warum nicht? Das Durchblättern, das nimmt ja maximal, sage ich mal, eine halbe Minute in Anspruch. Das kriegen wir hin. So, das war jetzt auch nicht viel. So. So, das Gold können wir anscheinend nehmen. Lieder der Rückkehr. Oh, wie viele Bänder gibt es denn davon? Jetzt muss ich überlegen, was war denn L nochmal? War L nicht 20? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. I1, klar. V5, klar. X10. Aber L, M war, glaube ich, 100, oder? Wir können die auch aufschließen, das stört die nicht. Okay, dann machen wir das auch. Ich glaube, L war doch 20, oder? Da, klar, da brennt eine Fackel drin, natürlich. Das Geld, der Horkerzahn, die haben Angst im Dunkeln, auch das Ziegenfell. Was? Die fürchten sich da drin, deswegen muss da eine Fackel rein, damit die Licht haben. Herrlich, ey, wer tut denn eine brennende Fackel in der Kiste? Bis hierher und nicht zurück. 5 Kopfgeld hinzugefügt zu Weißlauf. Ihr seid ein strammer junger Mann. Dankeschön. Lasst euch mal wiedersehen. Also anscheinend hat es die jetzt doch gestört. Stört dich das? Nö. Ihr und ich, wir sind hier die einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Danke. Ich fasse das jetzt mal als ein Kompliment auf. Da raucht es schon wieder. Wir haben jetzt 5 Kopfgeld auf unserem Kopf. Verrückt. Dabei stand gar nicht, also dabei war es gar nicht rot. Lecker. Oh, ein Hase! Jo. Und so wie dieser Hase davon hoppelt, hoppelt jetzt auch diese Folge zu Ende.
Ich weiß, guter Übergang. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben unsere erste richtige Mission erfüllt. Dass ich sage mal, aus Helge fliehen, das gehört ja dazu. Aber wir haben unsere erste richtige Mission zu Ende gebracht. Das finde ich auch sehr erfolgreich. Und wie gesagt, ach, der gähnt. Wer auch immer hier gähnt, na egal. Er fand's langweilig, ich nicht. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.